Jörg. Jetzt haben Ich wir weiß nicht, ob ich hier. das alles ohne dich geschafft hätte. Na sowas. Klappe. Ich hätte dich das nie allein machen lassen. Na sowas. Ich bin auch froh, hier zu sein. Das ist gut. Freut mich zu hören. Ist in eine Falle gelaufen. Ja. Eine was? Explosivfalle. Pass auf, wo du hintrittst. Was für ein Opfer. Pass auf, wo du hintrittst. Indeed. Ja, kommt hierher, komm. Aha! I knew it. Was? Ich dachte, der kriecht da jetzt nochmal rum. Aber irgendwie nicht. Macht ja aber auch nichts. Ich meine, muss mir jetzt hier nicht das Gesplatter geben, ja. Düm, düm, düm. Oh, fuck, hier ist alles voll mit diesen dreckigen Fallen, ne? Oh, das ist uncool. Das nehmen wir mit, weil dann können wir auf jeden Fall die Gegners noch da reinloggen. Zum. Oh, Tape. Keine Beine, aber Tape dabei. Vielleicht kann ich es ja wieder zusammenkleben. Okay, so wie es aussieht, geht es da definitiv weiter. Das würde bedeuten, wir pimmeln jetzt in das Gebäude, ohne in eine gottverdammte Sprengfalle reinzurennen. Das wäre super gut. Das ist die komplett zerfickste. Die scheint überhaupt gar nichts zu sein, ne? Gut, ist nicht mal sonderlich groß. Okay, cool, dann brauchen wir uns ja gar nicht so zurückzuhalten. Hoffentlich, ich meine, mit nichts meinte ich natürlich keine Gegners. Sieht zumindest so aus. Ja, gehen wir aus dem Weg. Dina, what the fuck? Lalala. Ja, er hat schon so ziemlich jeder alles weggelootet, wie es aussieht. Hat sich's ausgesneakt. Play to win. Was gibt's denn da zu gewinnen? Okay. Nicht wirklich was. Alles klar. Gut, dann gehen wir jetzt doch da runter. Aber vielleicht nicht unbedingt dadurch. Hey! Tape. Und mit dem Tape eigentlich irgendwas reißen? Na, wir haben noch keins. Das würden wir dafür benötigen. Ne? Ja, okay. Also wir haben schon eins, aber noch kein komplettes. So, denn Zeit für Spaß. Ab geht's. Oh, why not? Komm. Wo willst du hin? Hey, warte kurz. Hey, steh. Wo willst du hin? Was war denn das für eine dumme Frage? Mir einen Überblick verschaffen, hä? Mein ja nur. Lecker Stuff. Nom 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 nom. Penis. Oh, komm schon. Immer noch keine Scars, noch 4 Stunden Schicht. Scheiße. Boobs and Tits. Jupp, demonetarisiert. Das Game hat sich selbst demonetarisiert gerade. Ob ich das jetzt geil finde, lasse ich mal so dahingestellt. Yeah. Das reicht aber noch nicht, ne? Aber doch, würde reichen, um den Basie mit einer Schere zu erweitern. Wollen wir das tun? Der Basie hat nur noch 4 Hits. Egal. Für Silent Kills ist der eigentlich optimal. Jetzt haben wir auch mal was Schönes gemacht. Hier, komm, rutsch in. Irgendwelche Wolves? Ich sehe keine, aber schwer zu sagen. Ich habe eigentlich gerade nur auf das Bild geachtet. Aber ich habe auch keine gesehen. Wir müssen wohl hier runter, ja. Rutschparty, hä? Wo sieht's denn gemütlicher aus? Ich würde sagen, hier, da werden wir auch noch schön nass. Hui! Dina! Fuck, mir geht's gut. Na los!
Ja, ich bin mir nicht sicher. Wie gerne hätte ich jetzt das Pferd zurück im Übrigen. Ja. Was, wenn sie weg ist, bis wir da sind? Darüber will ich jetzt lieber nicht nachdenken. Ja, irgendwie besser nicht. Okay, won't open. Ah, ich sollte auf Stolperdrähte achten. Fällt mir gerade mal so auf. Wir könnten Warnschilder aufstellen. Was, wenn sie nicht lesen können? Dann eben Zeichnungen. Ein Fuß, der über was stolpert und ein großes Feuer. Ja. Yeah. Ja, ja. Das glaube ich dir. Ich mag dich. I like trains. Ich habe meinen Freund von Joel getroffen. Er hat eine ganze Stadt vermietet. Wie konnte da irgendwer leben? Er war der Einzige. Er hatte Probleme mit mir. Hat mein Leben gehört. Müsste man zwischen dem Leben und der Nähe zu Menschen gehen. Aber so schwarz-weiß ist es nicht. Aber man geht Risiken ein. Ja. Allein ist das Risiko größer. Was, wenn er sich verletzt? Was, wenn er krank wird? Was ist, wenn jemand anderes krank oder verletzt ist? Dann hast du das an der Backe, ob du willst oder nicht. Das stimmt. Und ich achte immer noch nicht auf Trete, ich hält. Ja, ja, der Billy, ey, ich erinnere mich, wie er einfach alles vermint hat, der Honk. Okay, cool, also da geht's nicht weiter, dann gehen wir da lang. Ist die andere Seite, oder? Na, nicht ganz. Ich hatte es ein bisschen im Gefühl, aber... Pass auf die Stolperfallen auf, Ellie. Hey, da. Was? Wer das wohl ist? Eine, die will, dass wir ihre Liebe spüren. Ja. Meinst du, sie hat was mit den Lust zu tun? Keine Ahnung. Das ist echt komisch. Aber nur so ein bisschen. Feel her love. Will ich das? Abonnieren. So, dann graben wir uns erstmal alles, was wir nicht benutzen können. Damn it. Ja, seriously, nichts. Nichts zu benutzen. Zu viel Munition. Wir wechseln gerade mal, gucken, ob wir wenigstens nachladen können. Aber ich glaube, das ändert nichts daran, dass unsere Munition voll ist, ne? Yep. Alles klar, okay. Biff, ich hoffe, du bekommst diesen Brief. Ich habe gesehen, was passiert ist. Die WLF, ist in euer Haus eingebrochen und hat alles rausgeholt, was Jimmy gestohlen hat. Schmuck, Ausweise, Lebensmittelkarten. Er hat sich geweigert, ihre Fragen zu beantworten und immer nur gesagt, er wüsste nicht, wo das alles herkommt. Ich habe versucht, mit ihnen zu reden, ihnen zu erklären, wie schwer wir es hier haben, dass Fat Rounds vergessen hat und dass wir alle Dinge tun mussten, auf die wir nicht stolz sind. Sie schienen sich zu beruhigen, aber dann haben sie ein Seraphitengebet in seiner Tasche gefunden. Wir haben versucht, sie aufzuhalten, es tut mir so leid. Raul. Okay, cool. Das ist irgendwie nicht cool, was man da so hört von denen, hm? Okay, die will die Liebe spüren. Wenn sie da was hinterlassen hat, was wir mitnehmen können, das wäre nice. Aber hat sie natürlich nicht. Hm, Scarface, okay. Na, mal gucken. Wir müssen auf jeden Fall da durch. Ich freue mich so richtig gar nicht. Oh no. Ach du Shit, yep. Die Klicker auch, hä? Jo. Die Klicker wurden auch erschossen. A horse, he... Hey, sieh mal. Es gehört Tommy. Oh no. Die Infizierten haben sich daran ausgetobt. Hm.
Ist alles okay? Ja, tut mir leid, es ist nur der Gestank. Okay. Er muss zu Fuß weiter sein. Können wir wieder aufbrechen? Ja, alles gut. Bitte. Ich hoffe es. Ich hoffe es, dass alles wieder gut ist. Aber das ist dann wohl auch ein Infizierter gewesen. Gut, die werden mit Sicherheit nichts mehr dabei haben, da sie erschossen wurden. So, dann gehen wir erst nochmal in die Richtung ein wenig. Ja. Die Hütte. Na super. Wieso ist denn eigentlich alles voll gerade? Echt, ey. Fuck. Na gut. Daneben nicht. Aber so einfach gebe ich natürlich nicht auf. Ich suche trotzdem noch ein wenig. Nur leider ist hier ungefähr nichts. Okay. Kommt nicht. Diese Stadt so demoliert. In Boston war es nicht so, oder? In Boston war auch kein Bürgerkrieg. Die Fireflies haben sich nie auf diese Art gewehrt. Hallo, Mike. Ja. Ja, ist ja alles legitim, aber... ist schon ein bisschen sick, ja. Kommt auch da. Nass. Oh, shit. Komplett wet. Yeah. Baseballschläge erinnert mich an Lucille jetzt. Awesome. Ich sehe keine Wolves. Nein. Aber freuen wir uns nicht zu früh. Ja, besser nicht. Siehst du den TV-Sender? Da ist er. Ja, er ist da lang. Bergauf. Ich guck nur, ob wir irgendwelche Alternativen haben. Ist da hinten was? Jetzt mal im Ernst. Sieht aus, als wäre da ein Tunnel. Ja. No entry, indeed. Ist auch no entry, weil es kein Tunnel. Okay, aber da war ein Schild, das habe ich gesehen. Deswegen dachte ich, ich check das mal ab. Aber das war sinnvoll. So weitläufig das Gelände. Zumindest gefühlt. Hier geht's rein. Wow. Noch mehr. Tote. Mehr Erschossene. Tom ist hier auf jeden Fall lang gekommen. Sieht danach aus. Er ist dadurch. Erstmal. Stolperdraht. What? Shit. Gute Augen. Ich hab den nicht gesehen. Ich wäre jetzt voll reingerannt. Danke. Wahrscheinlich für Infizierte. Trotzdem. Das war klar. Ein falscher Schritt. Ja. Wir müssen vorsichtig sein. Ein falscher Schritt und es macht BÄM ohne rum. Und das wäre ziemlich uncool, weil dann wahrscheinlich nichts mehr übrig bleibt. Slap. Yeah. Okay, wie umgehen. What the shit? Ich bin da echt beinahe komplett reinge. What the hell? Verdammter Stolperdraht. Leck Arsch, ey. Okay, cool. Nicht wirklich. Hier könnten wir nämlich rein, wenn wir es kaputt machen würden. Ich meine, wir haben von Joel gelernt, wie wir das machen. Wollen wir das? Wollen wir das machen? Das ist die Frage. Scheiße. Okay, gut. Also, wir müssen auf jeden Fall irgendwas tun mit dem Stolperdraht, sonst... mein Problem. Wo ist denn hier die Ladung? Ich sehe die Ladung nicht. Das ist auch ein Problem. What do we do there? Ja, ne, vielleicht können wir es ja irgendwie einfacher lösen, indem wir den Stolperdraht hiermit auslösen. Great. Schlau. Ja. Das geht. Ja, das muss. Hab ich von Joel abgeguckt. Ja, sag ich doch. Wir nehmen mal lieber noch ein Steinchen mit. Weil ich befürchte, da drin könnte was sein, aber ich bin mir nicht sicher. Die haben dieses ganze Gebiet voll im Griff. Ja. Hier kommt wahrscheinlich nicht oft einer durch. Das wäre dann der Silberstreif. Das hohe Gras macht mich nervös. Mich auch. Ja, die sind schwerer zu sehen.